Hey ihr Säpplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Greedfall. So, ich stehe jetzt schon mal hier bei dem Händler, der die nächste Quest hat. Und mit dem wollen wir doch jetzt mal quatschen, denn ich möchte natürlich so viel wie möglich hier mitnehmen. Und er braucht scheinbar dringend Hilfe. Bertir Tumad on Olmenawi. Why are you dressed like this? Hello. I'm not one of your people. I'm the legate of the merchant congregation. A legate? Is that someone important? Indeed. I'm in charge of diplomatic relationships with other nations. So you'll be able to help me. My chief sent me to trade some items with your village, but there are these Bod Irony who do not want me to set up shop here. These what? Bod Irony. The Ironbacks. The warriors who protect this village. Every time I come, they take my items without giving me anything in exchange. Please, I don't understand how things work here. Very well. Stay here, I'll try to clear this up. Ad loredar on Olmenawi. May the earth always be sturdy under your footsteps. Es ist eine mega coole Sprache, finde ich, die sprechen. Also ich finde, es klingt total schön. Wo müssen wir denn dafür hin? Seelen der Groschengarde ist da. Hier unten müssen wir auf jeden Fall erstmal hin. Das ist im Lagerhaus. Da müssen wir die Kisten mit der Handelsware finden. Da geht es um die Waren, die wir hier, naja, ich will nicht sagen eingeschmuggelt haben. Schon so ein kleines bisschen, aber irgendwie auch nicht. Guck mal, da glitzert doch auch noch wieder irgendwas hinter, oder? Jawohl. Dafür bräuchte ich aber wieder Schlossknacken Level 1. Da sind dafür garantiert auch die richtig, richtig guten Sachen drin. Vielleicht sollte ich Schloss knacken Level 1 doch bald mal lernen. Ups, das leckt ab und an schon mal so ein bisschen mittendrin. So, wer ist das hier? Good day, milady. Disarday. I'm the emissary of the congregation on Tir Fridi. And cousin to the governor. I know exactly who you are. Enchanted. I am Admiral Cabral. One of my Nauts accompanies you from time to time, doesn't he? He must still be angry I've set him ashore. But I doubt that you've come here to discuss affectations. What can I do for you? I need to be going. Until we meet again, Admiral. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, ich würde das mega komisch finden. Wenn... Ah ja, genau, hier haben wir die Reisepunkte. Ich glaube, ich würde das mega komisch finden, wenn mich jemand ansprechen würde und dann direkt sagt, oh, ich muss übrigens gehen. Ja, warum hast du mich denn überhaupt angesprochen? Das macht keinen Sinn. Müssen wir da rein? Nee. Da können wir gar nicht rein. Ja, dann müssen wir halt noch einen anderen Weg finden. Hä, wo müssen wir denn? Lagerhaus B. Irgendwie von oben runter? Aber ich kann ja eigentlich gar nicht hier klettern oder so. Da kann ich. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten lasst uns erstmal noch eine andere Quest machen. Vielleicht kommen wir auch ganz dahin. Rum in die Richtung. Das könnten wir natürlich auch noch ausprobieren. Was tut sie?
Okay. Aber nicht, dass sie das geil finden werden, wenn ich da die Tür zerstöre. Locked. I don't have the key. Ich speichere jetzt mal ganz kurz ab und dann will ich mal wissen, was passiert, wenn ich da jetzt tatsächlich das mit Gewalt aufmache. Gar nichts. Okay. Es wundert sich keiner darüber, dass ich da die Tür aufsprenge. Gut. Aber irgendwie habe ich auch gerade nicht unbedingt das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Ja, hier fällt mir gerade zumindest noch nichts ein, was wir machen können. Da 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 da. Okay, was machen wir denn als erstes mal noch? Der aufstrebende Händler. Ja, da machen wir das. Dann müssen wir nochmal zurück in den Norden, wo wir hergekommen sind. Ich denke mal, wir werden jetzt mit Sicherheit nochmal das ein oder andere Mal hin und her laufen. Aber wir wollen natürlich auch mit dem Erkunden anfangen. Ich muss dann mal schauen, in welcher Reihenfolge wir das machen. So, wir sind wieder zurück am Orsay-Platz. Direkt neben dem... I need a bit of practice. Aha, okay. Ich hab mich verlaufen. Aber sowas von... Ja, in Serene habe ich mich ja mittlerweile ausgekannt, aber... New Serene, da muss ich mich noch so ein bisschen besser dran gewöhnen. Alles klar, okay, jetzt bin ich aber am richtigen Weg. Weil ich finde es trotz Kompass manchmal ein bisschen schwer, sich in diesen engen Gässchen nicht zu verlaufen. Besonders ich, weil ich nicht wirklich einen tollen Orientierungssinn habe. So. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I met an islander in the streets who was complaining to me about the guard's behavior. Really? It would seem that patrols have confiscated the goods he was hoping to sell several times. Oh, I see. Indeed, I've been told about this man. The problem, Your Excellency, is that our orders are strict. Merchants who do not have a patent ratified by the minister cannot sell their goods in the street. And since your islander doesn't have one, I doubt he even knows what it is, my men have no choice but to confiscate his knickknacks. I see. Thanks for clarifying that. I'll talk to the minister. Is there anything else? Nö, gerade nicht, ne? No, thank you. Ja gut, also müssen wir mit dem Minister reden, dass der das irgendwie klarstellt. Erhalte eine Zulassung. Ja gut, das ist tatsächlich im echten Leben auch so, dass man gucken muss, dass man... Aha. Kommen wir wenigstens aus der Richtung auch hin.
Dass man für Stände, die man natürlich macht, um irgendwas zu verkaufen, da braucht man natürlich eine Genehmigung. Das geht nicht der ohne. Die hat irgendwie gerade eben komisch gezuckt, die da stand in dem Rock. Interessant. So, da oben müssen wir hin. Jetzt geht's dann in das piekfeine Häuschen da oben. Wo Konstantin auch drin ist. Häuschen vor allen Dingen. Ja, die Marmorhütte. Nee, die Zulassung kriegen wir scheinbar unten. Okay, was haben wir hier noch drin? Wir klauen uns hier einfach so durch. Schon wieder Goldmünzen. Immer noch nicht den richtigen Weg gefunden. Aber wir haben ein weiteres Lager gefunden. So, lass mich mal raus hier. Ich würde hier ganz gerne mich immer mal so ein bisschen noch umgucken. Ich glaube, da drin ist nichts. Aber hier hinten. Wie sind wir in der alten Bücherei oder sowas? War auch nochmal eine prachtvolle Feder gefunden. Ja, ich glaube, wir sollten erstmal wieder raufgehen. Also jetzt gerade stelle ich mich aber mit den Quests echt an hier. Ich komme nicht so richtig weiter. Okay, also raus aus dem Keller, wieder rauf. Was haben wir da? Können wir hier raufklettern? Was haben wir denn jetzt hier schon wieder für einen Bereich entdeckt? Also irgendwie... Es gibt in dem Spiel echt... Da komme ich nicht durch. Hier gibt es echt unheimlich viel zu entdecken. So. Ach nee. Ich vergesse immer, dass ich ja mit Leerzeichen... mit der Leertaste, mit Space nicht springen kann. Das ist echt so ein bisschen... Man ist das halt gewohnt. Man kann immer in jedem Spiel springen. So. Müssen wir vielleicht doch hier oben irgendwie irgendwo weiter? Ja. Hier könnten wir richtig sein. Aber hier haben wir schon wieder einen Pfeil nach unten. Ja, wo ist das denn? Gibt's doch nicht. Untergeschoss. Das heißt ja eigentlich, dass wir hier nicht so richtig sind. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück so nah? Das ist aber auch mega verzweigt gebaut hier. Minister. Your Excellency, it is always an honor. How may I serve you? I would like to talk to you about an islander who is trying to set up shop in our city. Since he doesn't have a patent, his wares get confiscated as soon as he receives them. And you want me to provide him with the said patent?
I would be delighted to show you the procedure to follow so that we may study his request. You'll understand that we cannot give an authorization without having determined the value of the goods beforehand. We must determine the tax rate according to this value, determine the best emplacement for this business. In short, these things take time. A lot of time. I'm certain that my cousin will be delighted to hear that our relations with the natives are progressing in a significant way. And he will probably be very grateful to the minister who helped their first merchant set up shop in our city. Indeed, I seem to recall reading a circular on the necessity of establishing good relations with the natives. We could accelerate things by leaving some formalities for later. I would think so too. Very well. In that case, here's the patent that will allow your protégé to legally pursue his activity in the city. You should give him this copy, the other one will be kept in the archives. However, one of my representatives will visit his stall for the estimation and to determine the tax rate in accordance with the... Thanks a lot, Minister. Looking forward to seeing you again. Would you like anything else? That'll be all. Goodbye, Your Excellency. Na bitte, da hat uns doch unser wunderbares Charisma ein bisschen geholfen. Immerhin. Und zum zweiten Mal, jetzt haben wir die Zulassung auf jeden Fall. Gut, dass sie den Wert der Waren bestimmen müssen, alles klar, okay, sehe ich ein. Das ist nachvollziehbar, aber da haben wir mal ein bisschen an den Mühlen der Justiz vorbeigearbeitet, haben dem mal eine kleine Erleichterung gebracht. Ich glaube auch nicht, dass die hier auch so krasse Bestimmungen haben unter den Einwohnern der Insel. You came back. Something terrible happened. What is it? I was just bringing you the patent you needed to set up shop. The Bod Irony came back and they took my cousin away. He came to bring us animal pelts and new objects from the village. But the warriors came back. They took everything he was bringing me. And they also took him. I don't know what they will do with him. Please, bring him back to me. I don't see why they would have arrested your cousin, but I'll try to find out. Okay. Ganz so einfach ist das dann wohl doch nicht. Halt. Wie muss ich jetzt laufen? Gleich hier wieder links. Der macht ja was mit hier. Der muss sich ja hier richtig gut angenommen fühlen. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I've come to see you again to talk about the Islander merchant. I managed to obtain a license for him, but he informed me that while I was taking care of this, his cousin, who was making a delivery for him, was arrested. I'm sorry, Your Excellency. Especially considering you've managed to obtain an official authorization for him. I'm afraid my men ran out of patience when they saw this hunter making deliveries for the merchant again. They wanted to confiscate his cargo, but the lad resisted and he was thrown in jail for disorderly conduct. If you want to set him free, that's where you must go. Sorry again, Your Excellency. I should have known you'd managed to obtain the necessary license for your protégé and told the patrol. Is there anything else? No, thank you. Okay. Halt, nee, dafür müssen wir hier drin bleiben und nach unten, ne? Ja, genau. Der Pfeil zeigt nach unten hier bei unserer Quest. Müssen. Ah, hier. Treppe abwärts. Oh.
Das sieht nach einem sehr gemütlichen Örtchen hier aus. Ja. Scheinbar hier hinten hin. Ah, hier sieht es auf jeden Fall schon mehr nach Gefängnis aus. Hello, what can I do for you? I'm looking for a prisoner, a native who should have been brought here recently. You're a bit late. He was sent to fight in the arena. In the arena? So this man was judged? Who pronounced the sentence? Whoa there! Do you really think that we would organize a proper trial for a savage? He attacked some guards. He's lucky he wasn't gunned down right there and then. At least in the arena, he has a chance of survival since apparently he's a hunter. This man was only defending the goods he was bringing to his cousin. And now he has to fight for his life. I have no hand in this. I'm not the one who made this decision. They brought him here and then they took him away, that's all. What did you do with the goods he had with him? They got confiscated, put in the storeroom, like all the rest. Anything else? I must leave you. Tief tragisch. I must leave you alone. Können wir hier noch rein? Handelsware. Ja, super. Wie können wir dem denn jetzt noch helfen? Oha. Die Blockierung hier, die heben wir mal auf. Gut. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, sonst nichts mehr drin machen. Aber das kann auch nicht schaden, wenn wir da die Blockierung schon mal aufgehoben haben. Wer weiß, wofür das irgendwann noch gut sein könnte. So, erstmal wieder hoch. Raus aus dem dunklen Loch. Jetzt müssen wir irgendwie gucken. Hier in der Arena als Sieger hervor. Tja. Dann müssen wir mal gucken, dass wir den jetzt irgendwie da wieder rausgekloppt kriegen, hätte ich gesagt. So, da geht's in die Arena. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Von daher, macht's gut, wir hören uns morgen und bis dahin. Tschüss!